Tag Leute, willkommen zu einem neuen Gaming-Video. Vor kurzem ist das neue WarioWare erschienen und ich als moderner Liebhaber der WarioWare-Kunst, der darüber übrigens schon ein komplettes Video gemacht hat, schaut euch das gerne an, muss über dieses Meisterwerk natürlich ein Urteil fällen. Das heißt, ich spiele es für ein paar Minuten, sag dummes Zeug dazu und schneide das dann irgendwie zusammen, damit es lustig ist. Ja. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich muss aber sagen, ich finde bei diesen Cutscenes den Stil ganz interessant. Es ist ja quasi so eine Mischung aus Cartoon und Realismus. Und ja, sowas hat man bei WarioWare bisher auch noch nie gehabt. Warte mal, was ist mit der WarioWare Inc. passiert? War das früher nicht mal ein großes Gebäude? Ich finde es halt irgendwie auch komisch, dass alle eine normale Stimme haben. Aber Wario macht nur Geräusche. Und deshalb wohl sogar ein Untertitel drunter ist. Hä? Oh nein, alle werden ins Spiel eingesogen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Aber ich mag's, wie die jetzt alle zu Chibis werden, ne? Bruh. Hat ein bisschen was von den GBA-Zeldas irgendwie. Dass hier alles am Anfang gesperrt ist, das finde ich ehrlich gesagt jetzt nicht so cool. Lass mich doch einfach gleich alles von Anfang an spielen, was ist denn das Problem dabei? Aber ja, wie ihr seht, ist dieser WarioWare-Teil ein kleines bisschen anders als die davor. Denn man spielt jetzt nicht mehr die Mikrospiele an sich, sondern man spielt nur die Charaktere, die in diesen Mikrospielen drin sind. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Aber immerhin hat man die wacky Cutscenes auch immer noch. Ja, RIP Orbolon, würde ich sagen. Und RIP Wario. What the fuck? Ach nee, er lebt immer noch. Wie auch immer. So, das meinte ich damit. Man spielt jetzt nicht mal die Mikrospiele an sich, sondern spielt es gerade den Charakter, der drin ist. Warte mal, der hat ein Messer im Magen? Wie zum Teufel kannst du noch leben? Mach schon mal einen anders, Jan Cricket. Und als ich das Spiel auf Twitch gestreamt habe, folgt mir da übrigens, hat jemand gesagt, dass Jan Cricket aussieht wie ein Mii. Und ich meine, ich kann ihm da nicht widersprechen, ne? Aber wie gesagt, man spielt es halt einfach nur die Charaktere in den Mikrospielen. Und das ist so eine Sache, wo ich noch nicht so richtig genau weiß, wie ich drüber denken soll. Beispiel haben wir jetzt hier 18 Volt und der ist halt nochmal ganz anders als Wario oder Cricket. Denn der kann sich nicht bewegen, sondern nur an einer Stelle, ja, unendlich Disc schießen. Und ja, von ihm bin ich jetzt zum Beispiel nicht so ein großer Fan. Welcher von denen ist sass? Ich glaube du. Ja, Funny Among Us Referenz haben wir auch abgehakt. Aber ja, dieses Prinzip mit den verschiedenen Charakteren hat aber auch Vorteile. Denn so kann man die Mikrospiele auch mehrmals spielen. Und es ist trotzdem dann immer anders, weil es mit einem anderen Charakter gesteuert wird. Das ist halt das Gute daran, dann wiederholt sich das nicht ständig. Zum Beispiel dieses Mikrospiel spiele ich jetzt mit 18 Volt. Aber wenn ich das jetzt mit Wario Young Cricket spielen würde, wäre es halt wieder anders. Ja, das bei Mona kann ja auch nur gut werden, wenn ihr Icon schon eine Toilette darstellt. Ja, die Sache ist halt, wenn man jetzt einen neuen Charakter hat, wird man erstmal gezwungen, den zu nehmen. Also wenn es einen gibt, der sagt, ich mag Mona aber nicht. Scheißegal, das Spiel zwingt euch, sie zu nehmen. Und das ist halt so eine Sache, wo ich nicht so wirklich weiß, wie ich drüber denken soll. Warte mal, seit wann hat Mona eine Villa? Hat sie nicht letztens noch in der Pizzeria gearbeitet? Heilige Scheiße, Mona ist stärker, als sie aussieht. Ach ja, da ist ja das Seltsame. Ich muss aus dem Müll raus. Oh, mach doch die Scheiße. Scheiße, ich bin aber auch dummer. Eigentlich war es so simpel und ich verkack's. Naja, dafür stelle ich die Uhr jetzt richtig. Aber bisher ist das halt irgendwie nur Alltagsroutine, was ich hier mache. Weil wir hatten Masken abschneiden. Ah, okay, da ist die Nase. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Oh, das ist aber cool. Ich verkack's. Aber das Minispiel ist halt wirklich cool gewesen. Man hat halt wirklich nichts gesehen und muss sich halt quasi so ein bisschen vortasten. Versteht ihr, was ich meine? Hallo, stirb! Und gib mir dein Geld. Geht gleich mit dem Schrank ab. So, ich habe jetzt die Auswahlmöglichkeit zwischen Dr. Krügor, Ripple und Spitz und 9 Volt. Was werde ich da wohl nehmen? Kommt schon. Es ist 9 Volt. Es ist Nintendo. Muss ich jetzt noch irgendwas sagen? Ich denke nicht. Was war das gerade für eine Slow Motion? Warte, ich glaube, das können wir besser machen. Nani? Dann viel besser. Was ist das jetzt hier? Halbes Anime-Opening? Mega geniales AR-Game. Das ist ein wirklich sehr kreativer Titel für ein Videospiel. Ich meine, wie muss ich mir das bei der Nintendo Direct dann vorstellen? Dieses mega geniale AR-Game ist wirklich genial. So, wird wieder Zeit für ein bisschen Nintendo-Fanservice. Wie zum Beispiel von Super Mario Land. Ja, darauf habe ich wirklich Bock. Sogar Splatoon hat mich eingebaut. Auch wenn das mit Mona hier alles andere als einfach ist, aber ich glaube, genau deswegen macht man es mit ihr. So, und in solchen Momenten frage ich mich halt immer, warum habe ich Mona überhaupt mitgenommen, frage ich mich. Sogar ein Captain Toad, aber habt ihr gerade gesehen, wie schnell Captain Toad war? Vor allem, was ist das eigentlich? An welches Nintendo-Spiel ist das angelehnt? Weil es sind ja nicht nur Nintendo-Spiele, es sind ja auch Produkte. Also wenn das einer weiß, dann gerne in die Kommentare damit. Da das hier. Soll das wirklich von Nintendo stammen? Das Boss-Minispiel ist ja mal richtig geil. Ja, das Boss-Minispiel ist eigentlich richtig geil.
Dann spielt er einfach Super Mario World mit einem von den WarioWare-Charakteren, in dem Fall halt 9 Volt. Ja, mit 9 Volt ist das jetzt eher ein Autorunner als ein wirkliches Jump'n'Run. Aber trotzdem mag ich halt die Idee. Und mit 9 Volt muss man halt hier ein bisschen mehr aufpassen als sonst. Aber ja, die Idee, die finde ich episch. Das kriegt auf jeden Fall aus zur Approved. Aber ja, was ich in dem Teil irgendwie komisch finde, es gibt kein wirkliches Outro. Ist es zwar nur eine Kleinigkeit, aber dennoch. So, als nächstes zu Triple in Spitz. Ich hoffe wirklich, die haben noch ihren bayerischen Akzent aus WarioWare Gold. Das war so episch damals. Es ist eine Schererei. Ich bin ja für alle zu haben, aber in diesem Weltraumkrieg zu erraten ist nicht so dufte. Stimmt, schau dir bloß die Laser an. Bitte sagt mir, sie haben immer noch ihren Akzent. Bitte sagt mir, ihr habt den Akzent noch. Ja, okay, das kann ich gelten lassen. Mario, wir haben dich schon gesucht. Weiß, mein Bayerisch ist nicht das Beste, aber ich versuch's immerhin. Triple und Spitz sind aber auch eine interessante Sache. Denn eigentlich soll man die zwei im Koop spielen, also mit einem anderen Player noch, aber sehe ich so aus, als hätte ich irgendwelche Freunde? Los, jo, freilich, Spitz. Na endlich, genau darauf habe ich gewartet, dass sie es auch mal wirklich sagen und ich nicht nachsprechen muss. Damit wäre mein Tag gerettet, denke ich mal. Wenn man an der Windmühle dreht, dann taucht einfach ein Alien auf. Man kennt's. Ach, das Boss-Mini-Spiel ist auch wieder so eine komische Sache. Weil hat er diesen Bot, denke ich mal, der Krakenarme hat. Aber man muss diese Fee, glaube ich, vor ihm schützen. Jetzt muss man den Schlüssel hier ganz mühsam hinbringen. Und dabei noch dafür sorgen, dass der hier nicht entführt wird. Los, geh auf. Und jetzt muss man den noch da hinbringen. Na los, geh da hoch. Nein, was machst du denn? Na super, komm schon, geh endlich da hoch. Na also, warum nicht gleich so? Mit der vereinten Kraft der Feen wurde der Gott besiegt. Was meinst du, Triple? Seht ihr, es stimmt mir zu. Gut, das war's dann noch mit dem Video. Wenn ihr jetzt noch Zeit und Lust habt, schaut auf meinen anderen Kanal vorbei. Da habe ich ein Video über Super Mario Bros. Z gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ansonsten Twitter, Instagram, Twitch, ihr wisst Bescheid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.